Freunde der Sonne, vor über 2 Monaten wurde Ark 2 angekündigt und euch interessiert meine Meinung dazu, deswegen gibt's dazu jetzt ein Video. Moin, mein Name ist Nico der Profi und für die, die mich jetzt nicht kennen, ich habe in den letzten 2 Jahren ein paar Ark-Videos gemacht und dadurch bin ich quasi auch auf YouTube bekannt. Also, schauen wir uns mal die harten Fakten an, die es jetzt aktuell zu dem Spiel gibt. Es ist angekündigt für das Jahr 2022 und die Frage ist natürlich, wird es bei 2022 bleiben? Klar, das Jahr ist lang, hat 12 Monate wie jedes andere auch, aber wir kennen es ja eben von Wildcard, dass sie auch mal ganz gerne dann ja Releases einfach nicht einhalten und die verschieben müssen. Würde ich mich also an der Stelle erstmal gar nicht drauf verlassen. Und was auch noch ein großes Ding ist, was ich erst nicht so gut fand, beziehungsweise auch immer noch nicht so gut finde, es kommt erst für den PC und die Xbox raus und dann ungefähr ein Jahr später wahrscheinlich für die PS4 bzw. PS5. Jetzt kann man sagen, ah, das ist aber total blöd, dass das erst später rauskommt. Ich muss aber sagen, wahrscheinlich haben die PlayStation-Spieler ein großes Glück, denn es wird ja ein Jahr lang Bugfixes geben, das heißt, möglicherweise profitiert ihr einfach davon, dass ihr dann ein besseres Spiel habt. Dann ist offensichtlich Vin Diesel im Spiel. Der spielt die Rolle von Santiago und ja, ist auch an der Entwicklung beteiligt, irgendwie spielt er seit über 1000 Stunden Ark und ist deswegen qualifiziert, da irgendwie mitzuarbeiten, in welcher Form auch immer. Ansonsten soll laut der Seite mein MMO noch der Fokus auf so einer Singleplayer-Kampagne liegen, da bin ich mal gespannt drauf. Also auf jeden Fall soll der Fokus mehr auf einer Story liegen, als jetzt bei dem Ark-Spiel zuvor. Und da ist es ja auch so, die Story kennen, glaube ich, viele nicht. Also ich kenne sie auch nicht und es gibt aber Videos dazu, die die Storys halt erklären, weil sie im Spiel nicht so gut rüberkommt. Das sind so die harten Fakten, die wir erstmal haben, aber was zeigt uns denn der Trailer eigentlich noch? Was mir als erstes aufgefallen sind diese Tattoos bei Vin Diesel bzw. bei Santiago. Das finde ich eigentlich ganz cool. Habe ich nie vermisst. Jetzt, wo ich es gesehen habe, denke ich mir, das wäre eigentlich ganz nice, wenn man das bei Ark 1 auch hätte. Und was ich interessant finde, Sharks hat das in seinem Video angesprochen. Ich verlinke euch auch mal sein Meinungsvideo dazu, dass es wahrscheinlich ein anderes Kampfsystem geben wird, denn der Trailer lässt so ein bisschen vermuten, dass das Ganze so ein bisschen melee-lastiger wird. Da sind viele ja, Nahkampfszenen einfach drin in dem Trailer. Der Trailer besteht halt einfach nur aus Nahkampf die ganze Zeit. Das würde auch absolut Sinn ergeben, weil Vin Diesel ist ja ein absoluter Actionheld. Wenn man den schon irgendwie als Figur da drin hat, dann kann man das auch nutzen und auch mit den neuen Skins, die man jetzt bei Ark hat, also mit dem Speerskin und mit dem Axtskin könnte es also was sein. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob das wirklich so sein wird. Ich glaube, für mich als PvE-Spieler wird sich da nicht so viel ändern. Allgemein könnte es wohl auch wieder etwas primitiver werden. Das lässt zumindest der Trailer auch so ein bisschen vermuten. Würde ich extrem nice finden, weil mir gefällt der ganze Tech-Kram nicht so und auch das, was jetzt bei Ark Genesis Part 2 kommt, mit diesen komischen Giraffen AT-AT-Dingern da, das gefällt mir nicht. Aber wäre natürlich cool, wenn das ein bisschen mehr wieder Richtung primitiv geht und wir nicht so viel Tech-Kram haben. Meine Meinung. Ja, und offensichtlich wird wohl irgendwie so eine Art neuen Gegner geben. Irgendwas Ork-mäßiges läuft da im Trailer auf jeden Fall rum. Das wäre eigentlich mal ganz nice, wenn es so ein NPC geben würde in dem Spiel, denke ich. Oder eben irgendwelche anderen menschähnlichen Kreaturen, gegen die man dann kämpfen kann, was auch immer. Wird bestimmt irgendwie in der Story mit verflochten sein. Ja, was denke ich denn jetzt eigentlich über den ganzen Trailer? Was ist meine Meinung? Bin ich gehypt? Ich habe es natürlich jetzt schon ein bisschen anklingen lassen und meine Meinung über ein bisschen mit eingebracht, aber ganz ehrlich, ich bin gar nicht gehypt. Wir wissen einfach viel zu wenig. Das ist halt erstmal ein Trailer und ein Trailer kann mich jetzt nicht so krass hypen. Zumal als jemand, der schon ein bisschen länger Ark spielt und eine längere Zeit Ark gespielt hat, wir kennen ja einfach die Bugs und die Fehler, die so ein Ark 1 auch dann eben hat und da stellt sich bei mir ganz klar die Frage, naja, jetzt kommt ein Ark 2, wie sieht das dann beim Release aus, wenn jetzt im alten Spiel noch nicht mal die wichtigen Bugs gefixt sind? Denn es ist ja immer noch so, dass der Singleplayer meiner Meinung nach gar nicht spielbar ist. Also klar, ihr könnt da halt ein bisschen zocken und so, aber ich würde jedem empfehlen, geht auf einen Server. Mietet euch ein und ihr habt ein leichteres Leben, ganz ehrlich. Auf The Island ist es so, dass beispielsweise Artefakte einfach nicht spawnen. Das heißt, ihr müsstet sie euch reincheaten, was irgendwie ein bisschen low ist, aber ne, lässt sich halt nicht vermeiden. Und so oft lese ich einfach davon, dass Leute ihre Dinos zähmen wollen im Singleplayer, aber die Anzeige einfach nicht hochgeht. Und die Bugs hatte ich halt auch in Ark Storytime, weshalb ich ja irgendwann auf einen Server gewechselt bin. Was eigentlich völlig lächerlich ist, dass man als Einzelperson auf einem 10-Spieler Server zocken muss, damit man das Spiel richtig zocken kann. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass das halt für die Xbox vorher rauskommt und das finde ich grundsätzlich erstmal nicht gut. Natürlich, ne, wenn man das mit ein bisschen Spaß sieht, dann werden die PlayStation-Spieler wahrscheinlich davon profitieren, dass sie das Spiel einfach später bekommen. So, das halte ich für realistisch, weil es wird eben gefixt werden und dann hoffen wir mal, dass die PS5-Version bzw. PS4-Version dann einfach auch gut läuft oder besser läuft. Das habe ich auch schon angesprochen, klar, wenn es primitiver werden würde, würde ich feiern, weil ich mag diesen Fokus auf den Dinos mehr als dieser Tech-Kram. Ich weiß, das gehört zu
zu Ark dazu und das war auch schon immer so, dass es eben diesen Tech-Kram gibt oder gab oder was auch immer. Aber ich bin eben Fan von diesem Dino-Setting und ich glaube, das ist auch das, was viele Menschen überhaupt zu Ark erst gebracht hat und nicht der Tech-Kram. Ja, dann ist natürlich noch Vin Diesel im Spiel. Weiß ich nicht. Also, habe ich gesehen und könnte mich nicht weniger jucken, ehrlich gesagt, weil ich einfach auch zu dieser Person überhaupt keinen Bezug habe. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, zu welchem Actionstar habe ich dann Bezug, und das wäre Dwayne The Rock Johnson, einfach wegen dem Wrestling-Aspekt und natürlich wegen der Filme. Aber auch da müsste ich sagen, wenn der jetzt in dem Spiel wäre, das würde mich überhaupt nicht interessieren. Und natürlich ist er in irgendeiner Form an der Entwicklung beteiligt, wie auch immer. Ich würde es aber ehrlich gesagt besser finden, wenn man große und kleine Arc-Creator nehmen würde und die mal erzählen lassen würde, was muss ich denn überhaupt ändern? Was muss besser gemacht werden, damit ein Arc 2 auch gut funktioniert? Damit es einfach auch Spaß macht. Und da sind eben dann viele Bugs, die vielleicht mal im Vorfeld gefixt werden könnten oder auf die den Fokus gelegt würden. Und generell finde ich es erstmal komisch, dass Genesis Part 2 noch gar nicht draußen ist und aber schon Arc 2 angekündigt wird. Es wirkt so für mich, als hätte man mit Arc 1 jetzt schon komplett abgeschlossen und konzentriert sich jetzt schon völlig auf Arc 2. Was ja im Prinzip auch irgendwo okay ist, aber es gibt halt eben noch so viele Bugs und da kann man definitiv auch noch dran arbeiten. Und wenn wir uns mal ganz weit zurück erinnern, als Atlas rauskam, das war ja, soweit ich weiß, das ist meine Information, das sollte ja ursprünglich als DLC für Ark rauskommen. Und man kam auch beim Release von Atlas doch in das Menü rein von Ark. Und da hatte man ja schon versucht, auch Ark so ein bisschen fallen zu lassen. Das hat man ja erst wieder so aufgegriffen, als man gemerkt hat, oh, das spielen aber ganz schön viele. Und dann kam ja eben sowas wie Genesis Part 1 und Part 2. Deswegen, ich finde das so ein bisschen komisch. Ich finde Wildcard nach wie vor unsympathisch einfach, was das angeht. Könnte man einfach alles ein bisschen geschickter machen. Aber letzten Endes muss das Wildcard selbst wissen. Ich bin gespannt, was wir da noch bekommen für Spielmaterial, was es dann wirklich geben wird in dem Spiel. Bis 2022 ist ja noch ein bisschen hin. Aber das ist so meine Meinung. Mich würde jetzt mal eure Meinung interessieren. Seid ihr gehypt? Was denkt ihr dazu, dass Vin Diesel in dem Spiel ist irgendwie? Und generell, eure Gedanken dazu würden mich mal interessieren. Haut die in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao.